Herr Dr. Rosemeier, Sie sind sicherlich derjenige Deutsche, der behaupten kann, meine Eltern haben beide jeweils ein Alleinstellungsmerkmal und sind auch von daher berühmt. Ja, das stimmt. Das waren beides besondere Persönlichkeiten. Beide. Ja. Für sich. Und ich bin sehr stolz auf meine Eltern immer noch, weil meine Eltern eigentlich aus dem Stoff sind, aus dem Vorbilder gemacht werden. Ja. Auch heute noch. Das, was mein Vater damals geleistet hat, ist auch unter heutigen Aspekten erstaunlich. Wenn Sie überlegen, auf der Airbus, auf der Gerade 380 Stundenkilometer zu fahren und einen Rundendurchschnitt von 280 zu fahren auf der Airbus, auf einer Rundstrecke, ja, ist auch heute noch gigantisch. Was meine Mutter damals gemacht hat, diese Langstreckenflüge waren toll. Wenn Sie sich vorstellen, ein Einzelkind macht sowas. Und dabei ist sie noch eine hübsche Frau gewesen. Ja. Sie ist also keine Amazone gewesen, sondern eine auch nach heutigen Aspekten eine attraktive Frau. Da haben sich schon zwei Menschen, zwei besondere Menschen gefunden. Und ich habe meine Mutter, als sie älter war, mal gefragt, ob sie glaubt, dass das lange gut gegangen wäre zwischen ihnen beiden. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, das glaubt sie, weil das, was mein Vater gemacht hat, ihr imponiert hat und umgekehrt. Und das, meine ich, ist ein großer Stein für eine dauerhafte Gemeinschaft, wie immer sie aussieht. Ja. Sie haben, wenn ich richtig gerechnet habe, Ihren Vater schon nach 100 Tagen Ihres Lebens verloren. 10 Wochen, ja. Das war schlimm. Aber ich habe ihn nie verloren, er war immer da. Ja. Mein Vater war immer präsent, jetzt hier in Lingen, mehr denn je. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ohne Vater aufgewachsen zu sein. So komisch das klingt. Ja. Ich habe einen 28-jährigen Vater, der nie alt geworden ist, der nie irgendwelche Zipperleins bekommen hat, der in der Blüte seiner Leistung einfach verglüht ist, und habe eine 100-jährige Mutter, die aber bis ins hohe Alter sehr clever geblieben ist. Die wurde also gar nicht irgendwie weichgängig. Im Geiste älter? Nein, überhaupt nicht. Also, und meine Mutter, komischerweise, wenn ich so an meine Mutter gefühlsmäßig denke, ist sie nicht 100 Jahre alt, sondern ist sie vielleicht 60, so in der Größenordnung. Ja. Da ist sie irgendwie stehen geblieben. Also wer hat das schon? Jetzt, das ist 80 Jahre her, die ganze Geschichte von meinen Eltern. Ja. Das sind ja zwei Generationen. Wer hat das Glück, in einer Familie geboren worden zu sein, wo man heute, wenn mein Sohn, der auch Bernd heißt, der auch einen Sohn hat, der Bernd heißt, es gibt also jetzt 4 Bernd Rosemeier, wenn Bernd, mein Sohn, der beim Daimler arbeitet, beim Mercedes, sagt, sein Name ist Rosemeier, dann sagen die Leute, ach was, da gab es doch mal einen Rennfahrer, der hieß Rosemeier. Ich sage, ja, den gab es doch wohl. Und dann sagt er, na, der ist irgendwie im Januar 38 verunglückt. Dann sagen die Leute, woher wissen Sie denn das? Und dann sagt er so ganz nebenher, war mein Großvater. Ja, ja. Also man kann nur stolz sein, dass nach einer so langen Zeit der Name immer noch so einen guten Klang hat, sowohl von meinem Vater als auch von meiner Mutter. Sie haben ja dann beruflich einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ja, das ist aber Zufall gewesen. Meine Mutter hat das nicht forciert, dass ich zum Nürburgring gekommen bin. Ich bin also, als ich zum ersten Mal am Nürburgring war und den Grafen Tripsen da kennengelernt habe, an einem Sportfahrerlehrgang, da war ich schon 22, 23 und habe natürlich schöne Autos zum Fahren bekommen gleich. Ja. Und da war ich schon mal ein bisschen gefährdet. Aber Sie können nicht mit 23 Jahren sagen, ich mache jetzt dasselbe, was mein Vater gemacht hat. Das wäre nicht gut gegangen. Ja. Ich hätte nicht hinterherfahren können. Ja. Sie sind dann in den medizinischen Bereich gegangen? Ich bin in den medizinischen. Meine Mutter hat immer gesagt, du musst etwas Praktisches lernen, und die Medizin war Zufall. Ich habe mich zuerst für Jura eingeschrieben, weil mir nichts Besseres einfiel. Mhm. Und dann hatte ich gesagt, okay, kannst schön Jura machen, aber du musst einen praktischen Beruf auch machen. Und dann habe ich ein halbes Jahr eine Autoschlosserlehre gemacht in Lübeck bei Freunden von meiner Mutter. Und ich sagte, okay, das ist der praktische Teil. Und dann hat durch Zufall ein Freund von mir das Studium gewechselt. Der ist von Chemie auf Medizin umgestiegen, und meine Mutter hat mir einen Brief geschrieben. Der und der hat also jetzt auf Medizin umgeschaltet. Dann habe ich geschrieben, das halte ich bei mir auch für möglich, dass ich das mal tue. Ja. Und dann hat sie gesagt, ich habe dir ja immer gesagt, das ist eine gute Sache, wenn, dann mach's doch gleich. Mhm.
Das war, ich habe es dann gleich gemacht, aber das war schon sehr schwer, weil ich hatte kein Latein in der Schule, war ein jämmerlicher Schüler, bin durchs Abitur gefallen. Es war, mein Lehrer hat immer gesagt, Rosemeier, Sie wandeln am Rande des Abgrunds, und bin dann durchs Abitur gefallen. Das zweite Mal ging gerade so eben gut, also jämmerlich, und kein Wort Latein. Ja. Ja, und das Latinum nachzumachen, das war ein ziemlich harter Schein. Mhm. Aber gut, es ging gut und ich bin auch happy. Ich mache viel mit Motor, mit Sportmedizin. Ja. Ich war Präsident einer großen sportmedizinischen Gesellschaft lange und habe viele Arbeiten geschrieben über Sitzhaltung zum Beispiel. Habe mit Porsche, mit Audi, mit BMW Autositze gebaut und so weiter. Also ich bin immer dabei geblieben. Habe übrigens, was der Trips damals gemacht hat, der Graf Trips hat für die Bild-Zeitung Autos getestet. Und als er damals verunglückt ist in Monza, habe ich das 2 Jahre lang gemacht. Ach so, in Nachfolge. In Nachfolge. Und da war ich schon gefährdet, so ein bisschen dabei zu bleiben. Aber dann hat die Bild-Zeitung gesagt, da muss jetzt ein Auto vorgestellt werden in Madrid oder was. Da müssen sie jetzt runter gleich. Und das ging dann nicht, weil ich irgendwelche Scheine hatte, Prüfungen. Und dann musste ich entscheiden, in welche Richtung mache ich weiter. Und Retrospekt ist eine gute Sache gewesen, gar keine Frage. Und dadurch, dass ich ja auch den Titel habe in Gottes Namen, den ich ja in der Medizin, in der Motorsportszene nicht brauche, aber in der Medizin ja doch habe, ist das ganz gut. Und meine Mutter ist auch mal angesprochen worden von Leuten, die haben gesagt, haben Sie was mit dem Rosemeier, mit dem Orthopäden zu tun? Schön, ja. War sehr lustig. Also, das war eine gute Entscheidung. Ja. Wenn ich in diese Motorsportsache gegangen wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr hier, weil es einfach zu gefährlich war. Damals noch. Heute ist es ja sehr viel sicherer. Aber heute ist Autorennsport eine völlig andere Situation als damals. Damals hatte es so ein gewisser Pioniergeist. Heute ist es Showbusiness. Es geht nur ums Geld. Ja. Also ich würde heute nicht mehr Rennfahrer werden wollen. Wir sind ja jetzt in Lingen. Welchen Bezug haben Sie im Laufe des Lebens zu Lingen gehabt? Ich habe meinen Großvater, also den Vater meines Vaters, ja kennengelernt. Ich bin immer hier in Ferien gewesen. Ja. Auf dem Zug, auf dem Bahnhof hier, der unverändert ist. Ja. Und bin in der Berg-Rosemeyer-Straße, hier habe ich gewohnt, in der Werkstatt. Und wir sind mit dem Onkel Edu, dem Lieblingsonkel meines Vaters, Edu Rosemeyer, der die Fahrschule hatte. Ja. Wir sind auf Norderney gefahren und so weiter. Also ich war als Kind viel hier. Ja. Danach war eine lange Lücke, weil die Stadt Lingen sich mit der Erinnerung an meinen Vater sehr schwer getan hat. Darauf kommen wir jetzt gleich. Ja, ja, ich würde direkt dort ansetzen. Ja. Ich habe das ja auch verfolgt. Wie stehen Sie dazu? Ich stehe dazu, dass meine beiden Eltern absolut unpolitisch waren. Ja. Meine Mutter wollte fliegen, mein Vater wollte Rennen fahren. Meine Mutter musste, um ihre Langstreckenflüge genehmigt zu bekommen, natürlich vom Göring die Genehmigung holen. Mein Vater musste in irgendeiner der damaligen Regierenden, so war das ja, nahestehenden Organisation sein, um überhaupt die ONS Lizenz zu bekommen, um Rennen zu fahren. Wenn er das nicht gemacht hätte, hätte er nicht Rennen fahren können. Voll nachvollziehbar. Und es ist nun mal seine einmalige Begabung gewesen. Also ich hätte das ja an seiner Stelle genauso gemacht. Das ist gar nichts Besonderes. Aber heute, alle Menschen, die damals Leistungen gebracht haben, als bestenfalls Mitläufer bei den Nazis zu apostrophieren, ist doch völliger Quatsch. Ich sage das auch immer. Warum geht die Frau Merkel bei Fußball-Europameisterschaften und Weltmeisterschaften auf die Ehrentribüne, sitzt in der ersten Reihe, lässt sich fotografieren mit den Fußballspielern? Das ist doch dasselbe in Grün. Die Politiker haben sich immer geschmückt mit den Exponenten des Sports. Ganz normal. Aber das ist ja nichts Schlimmes. Also, und es gibt immer so ewig Gestrige, das ist eine deutsche Situation, die immer sagen, oh, ich sage immer so ganz beruhigend, dass die Menschen, die heutigen Menschen damals gelebt hätten, hätten die alle den Hitler umgebracht. Ist ja Quatsch. Das war 35, 36, 37. Ja. Das war lange bevor das außer Kontrolle geraten ist. Und die SS, in der er wohl mal gewesen ist, ich weiß es selber nicht genau und habe auch nie ein Dokument dafür gesehen. Ich habe immer gedacht, das wäre so, dass der Motorsportclub Lingen en bloc in die SS überführt worden war. Das hat meine Mutter mir immer erzählt, was ja durchaus okay gewesen. Damals war die Reiter-SS eine Elite-Truppe, wo jeder drin sein wollte. Also, wie auch immer, dass es nachher außer Kontrolle gelaufen ist, ist ganz klar. Und meine Eltern haben ja damals
als mein Vater in New York den Vanderbilt Cup gewonnen hat, haben sie einen Teil des Geldes, was des Preisgeldes damals in Amerika in ein Konto getan, wohl auf die, aus der Idee, wenn die Situation unübersichtlich wird, in Deutschland nach Amerika zu gehen. Denn sie hatten viele Freunde, Strassmanns, die mit ihr fliegen gelernt hatten, sehr gute Freunde, die hätten ihnen natürlich geholfen, da Fuß zu fassen. Gut, hat sich nicht ergeben. Ja. Aber jetzt ist ja im Gespräch Bernd Rosemeyer Museum in Lingen einzurichten. Ja, ich finde es gut, denn mein Vater hat überall in der Welt, auch in Amerika und in England speziell, einen guten Namen. Wenn Sie in England, in Goodwood oder wo auch immer unter Rennsportkreisen den Namen Bernd Rosemeyer sagen, dann kriegen die Menschen andächtige Augen und sagen, das war ein toller Mann. Er war auch ein toller Mann. Der Porsche war ein genialer Konstrukteur und mein Vater war ein genialer Fahrer. Der konnte das, was der Porsche seiner Zeit voraus konstruiert hat, umsetzen und an die Leistungsgrenzen fahren. Das war eine einmalige Kombination. Jetzt wird unter den älteren Lingnern werden noch Anekdoten von ihrem Vater erzählt über seine besonderen Fähigkeiten schon auf dem Fahrrad, auf dem Motorrad, dass er stehend durch die Stadt fuhr und mit seinen Beinen das Motorrad steuerte. Ja. Welche Dinge sind da bei Ihnen in Erinnerung? Nein, er ist ja auch immer das, da haben deine Mitbürger ja auch gesagt, er ist immer, als Junge sind die immer der Erste, der von den Emsbrücken in die Ems reingesprungen ist, obwohl er noch nicht richtig schwimmen konnte. Ja. Also er war wohl ein sehr wagemutiger Mensch, auch im Rennsport natürlich, das gehört auch dazu. Ja, natürlich. Wenn Sie wirklich an der Spitze fahren wollen, müssen Sie großes Selbstvertrauen haben. Und Grenzen austasten. Und Grenzen austasten, natürlich. Ja. Und er hat ja das Glück gehabt, dass er nie ernsthaft verletzt wurde. Ja. Da werden ja die Menschen automatisch vorsichtiger. Das ist eine menschliche Entwicklung. Aber und er ist auf dem Zenit seiner Karriere, seiner Leistungsfähigkeit, dass er einen 10 Wochen alten Sohn alleine zurückgelassen hat, ist schlimm. Aber ich bin nicht ohne Vater aufgewachsen. Ja. Komisch. Ja. Ist aber so. Ja. Schön. Aber haben Sie noch eine Anekdote aus den Lingner Zeiten, die vielleicht Ihre Mutter noch... Welches Verhältnis hatte Ihre Mutter zu Lingen? Ja. Schon nicht so wie mein Vater natürlich. Ja, völlig klar, ja. Weil er halt Lingener war und das war immer ganz klar. Und ich bin dann viel bei Beerdigungen in Lingen gewesen, mein Großvater beerdigt. Da war ich mit der halben Gegend verwandt, kam also an jeder Ecke, keiner sagt, wir sind da verwandt über die Ecke. Und ich habe eigentlich nur, dass ich holte mir damals, als wir dann immer nach Nordrhein gefahren sind und Eis gegessen haben, da kriegten wir von dem Lobenberg, das ist ein alter Lingener, immer ein Eis spendiert, wenn wir... Ja. Aber